Guten Abend, verehrte Zuschauer von KlarTV. Heute möchten wir Sie auf eine geplante Friedensmenschenkette rund um den Bodensee aufmerksam machen. Am Sonntag, 13. Juli um 18 Uhr sollen sich 187.000 Menschen rund um den Bodensee versammeln und an den Händen nehmen, um ein klares Zeichen für den Frieden zu setzen. Die Idee dafür stammt von Künstler Jens Eloas Lachenmeier. Er sieht in der Medienpropaganda und in den momentanen Entwicklungen der Politik eine Gefahr für die Menschheit, die nur durch die Menschheit, insbesondere durch das aufwachende Volk, abgewendet werden kann. Herr Lachenmeier, was hat Sie auf die Idee gebracht, ein solches Event durchzuführen? Ich glaube, es waren die Ereignisse in der Ukraine, die mich veranlasst haben, genauer hinzuschauen und festzustellen, dass die deutsche Presse darüber nicht wahrheitsgemäß berichtet. Und es hat mich dann insofern aufgebracht, weil wir in Deutschland schon eine Geschichte haben in der Vergangenheit, wo, wenn wir nicht genau hinblicken, dann plötzlich sich die Ereignisse überschlagen können. Und aus diesem Grunde war es für mich wichtig, über ein größeres Ereignis, wo dann auch die Öffentlichkeit darauf blickt, darauf aufmerksam zu machen, was in der Ukraine vor sich geht. Und wir dachten, dass es am besten dadurch geht, indem wir ein vollendet friedliches Ereignis erzeugen und diese Friedensmenschenkette, wo unglaublich viele Menschen, die sich ja schon angemeldet haben, aus unterschiedlichem Couleur kommen und sich gleichermaßen begeistern können für diese Sache, glauben wir, dass wir damit am wenigsten Anstoß nehmen. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass wenn ein Friedensimpuls ausgesendet wird, dann muss er auch zutiefst friedlich sein. Denn wenn er nicht tatsächlich auch friedlich vom Herzen her geführt ist, dann kann er sich wiederum in sein Gegenteil verkehren. Und ich glaube, die Friedensmenschenkette ist einfach, dient einem vollendet friedlichen Ziel. Das zeitgleich zum WM-Finale stattfindende Event soll als unvergessliches Kunstwerk in die Geschichte eingehen. Als Herr Lachenmeier sich für die Organisation an Presse, Polizei und Ordnungsämter wandte, mit der Bitte, diese Aktion des Friedens zu unterstützen, bekam er sehr unterschiedliche Reaktionen. Die einen reagierten positiv, aber er bekam auch Drohungen, dass er sich strafbar mache, wenn er sich nicht ordnungsgemäß anmelde. Als Herr Lachenmeier aber seine Bitte wiederholte, ihn in diesen Friedensmaßnahmen zu unterstützen, stieg zum Beispiel die Stadt Konstanz darauf ein. Er möchte ganz klar mit der Polizei zusammenarbeiten und auch Menschen von Waffenkonzernen dürfen gerne Teil dieses Friedensprozesses werden. Sie nehmen auch aktiv an Montagsdemos teil. Was ist das Hauptziel dieser in vielen Städten stattfindenden Mahnwache? Das Hauptziel ist auch, sich auf der Straße zu begegnen und in einen Austausch zu kommen, in einen friedlichen Austausch zu kommen, um festzustellen auch, dass wir nicht alleine sind. Also viele Menschen haben sich in den letzten Jahren quasi virtuell vernetzt über Facebook und ähnliche Plattformen und haben irgendwo das Gefühl bekommen, dass sie eigentlich isoliert sind. Und durch diese Friedensmahnwachen oder Montagsdemos, wie sie manchmal auch genannt werden, kommen die Menschen auf die Straße und stellen plötzlich fest, sie sind nicht alleine. Und ich persönlich habe diese Friedensmahnwachen auch für mich genutzt, um diese Friedensmenschenkette vorzubereiten, weil die braucht ja eine unglaublich flächendeckende Information, damit überhaupt so viele Menschen zusammenkommen können. Herr Lachenmeier, nun interessiert unsere Zuschauer, wie Sie Ihre Menschenkette organisiert haben. Wenn zum Beispiel jemand aus Rorschach oder aus Bregenz mitmachen möchte, geht er einfach an den See und stehen dort Ordner, die ihm weiterhelfen? Oder wie findet er seinen Platz in der Kette? Also zunächst war auch ich mit der Frage erstmal überfordert, weil ich dachte, wir stellen uns einfach friedlich an den See. Und bin dann aber darauf hingewiesen worden von verschiedenen Ordnungsämtern und der Polizei, dass das Ganze ja quasi genehmigt über die Bühne gehen muss. Und das haben einige Länder unterschiedlich beurteilt. Österreich hat das gleich komplett genehmigt, dass man sich einfach hinstellt. In der Schweiz weiß ich es momentan nicht. In Deutschland kann ich sagen, ist es so, dass die Menschen sich, wenn der Ort, an dem sie stehen wollen, noch nicht genehmigt wurde von anderen, die das schon vor ihnen getan haben, dann müssen sie quasi zum Ordnungsamt gehen, sich dort anmelden, 48 Stunden vorher, und dann wird diese Veranstaltung genehmigt. Wir geben da auf unserer Netzseite dann auch eine detaillierte Beschreibung, wie man das machen kann. Und letztlich ist es ja so, an den Orten, wo das Ganze konzentrierter stattfindet,
da hat es natürlich schon stattgefunden. Die Genehmigungen sind dafür schon gegeben worden. Beispielsweise Konstanz, wo ich stehen werde, Überlingen, Radolfzell, in Friedrichshafen wird gerade eine Genehmigung herausgegeben. In Lindau ist bereits genehmigt. Also es gibt verschiedene Städte, wo das schon so läuft. In kleineren Gemeinden wird das vielleicht ein bisschen mit Auge zugedrückt oder so. Wir haben ja überhaupt keine Ahnung, wie viele Leute kommen werden. Ich kriege jeden Tag mehrere hundert E-Mails, wo klar ist, dass Menschen von auch weiter her anreisen. Bis aus Berlin habe ich es jetzt mittlerweile schon mitbekommen. Gestern kam jemand aus Hamburg. Und die fragen natürlich alle dieselbe Frage. Und wir verweisen sie mal auf die Netzseite, wo wir sehr kurzfristig auch noch Kontakttelefonnummern eingeben werden. Und wenn natürlich schon ein Ort angegeben ist, auf der Google Maps Karte, die man auf der Netzseite findet, oder eine Kontakttelefonnummer da dabei steht, dann kann man davon ausgehen, dass man sich einfach in die Kette stellen kann. Wie werden Sie das Event im Nachhinein bearbeiten? Gibt es einen Film oder Aufnahmen aus der Luft, die Sie veröffentlichen und dokumentieren? Also ich hoffe sehr, dass wir medial gut begleitet werden. Ich habe natürlich auch ein paar Freunde angerufen, sie gefragt, ob sie mit so diesen kleinen Filmdrohnen und mit einem Ultraleichthubschrauber und solchen ähnlichen Gefährten einfach die Menschenkette abfliegen können. Wir werden dann schon, denke ich, Material zusammensammeln. Wenn es dann jemand gibt, der das redaktionell gut begleiten möchte, im Nachhinein bin ich natürlich froh. Ich selber kann das natürlich nicht leisten. Falls es am Sonntag nicht gelingen sollte, genug Menschen zusammenzubekommen, um eine geschlossene Kette zu bilden, zeige dies gerade, wo wir als Gesellschaft hinsichtlich unserer Friedensbemühungen stehen. So zumindest sieht es der Initiant der Friedensmenschenkette. Falls Sie ein Teil dieser Friedensbewegung werden möchten, reihen Sie sich am Sonntag um 18 Uhr am Bodensee ein. Weitere Infos dazu finden Sie unter www.friedensmenschenkette-bodensee.jimdo.com. Nur noch die letzte Frage an Herrn Lachenmeier. Falls Sie einen Tag mit dem US-Präsidenten Obama tauschen könnten, was wären konkret die ersten Dinge, die Sie in der momentanen konfliktgeladenen Situation anstreben würden? Also ich würde den Konfrontationskurs mit Russland in erster Linie mal aufgeben, also wenn ich jetzt nur mal auf die Ukraine zu sprechen komme, weil es gibt ja so viele Herde, das würde vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen, aber jetzt mal auf die Ukraine gesehen, würde ich in einen ehrlichen Austausch kommen wollen mit Herrn Putin und auch dafür sorgen, dass die mediale Begleitung ehrlich genug ist, dass sich jeder Mensch, der das auch dann wahrnimmt über die Öffentlichkeit, sich auch ein ausgewogenes Bild über die Verhältnisse in der Ukraine machen kann. Wir sind gespannt, wie sich die Friedensbemühungen weiterentwickeln und freuen uns, wenn auch Sie diesen Prozess aktiv mitgestalten. In diesem Sinne einen friedlichen Abend. Bis morgen. Wir sind die friedvollen Krieger. Wir können verlieren und sind trotzdem die Sieger. Weil wir wissen, dass der Kampfplatz nur in unserem Herzen liegt. Verändern wir die Welt. Wenn er uns wieder Frieden Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.